Tschüss, Mann. Wie gesagt, du bist immer bei mir im Vorspann. Wenn ich YouTube-Videos hochlade, du bist mit dabei. Wir haben uns 2019, glaube ich, auf der Gamescom getroffen. Aber wie gesagt, du lernst am Tag 1000 Leute kennen. Bestimmt weißt du nicht mehr. Hast du dieser World of Tanks? Genau, ey, wie krass. Du weißt das noch, Alter. Du hast doch überlange irgendwas von World of Tanks gesagt. Ja, Mann, ey, krank, dass du dich noch erinnerst, Alter. Heftig. Hallo erstmal. Jo, Leute. Ja, ich habe hier 2500 Gold von einem Zuschauer erhalten. Dankeschön dafür und zu seinen Ehren spielen wir jetzt. So, da habe ich mir den verbesserten Battle Pass geholt, weil hier sehr viele Dinge sind, die ich gebrauchen kann. Also wir gucken mal da rein. Ja, sitzt fast und hat noch Platz. Hier überall kann ich mir noch zusätzlich was abholen. Jawohl. Was gibt's da noch? Ja, der Rinoceronte oder der Minotauro brauchen eine bessere Crew. Deswegen nehme ich immer hier Italien bei solchen Dingen. Blaupausen, naja. So gesehen brauche ich keine mehr, weil ich schon alle Panzer habe, mehr oder weniger. So, was gibt's hier noch? Ja. Ja, wenn ich jetzt schon wüsste, was als nächstes für ein 10er Panzer kommt, ne? Aber weiß ich ja nicht. So, jetzt gehen wir mal zu Rinoceronte. Ceronte. Der Kollege braucht wirklich eine bessere Crew. Weil dieser Panzer ist schwer zu spielen, ne? Ja. Also, gehen wir mal mit dem Ding in die Runde rein, ne? Schauen wir mal, was wir da so gebacken kriegen. Wahrscheinlich wieder etliche Artis. Jawohl, ich kenne noch Wargaming. Als ob die mich in Ruhe lassen, wenn ich Heavy fahre, Alter. Kriegst du natürlich sofort irgendwelche Artis ins Spiel. Ja, wie gesagt, vielen Dank an den Zuschauer für die 2500 Gold, konnte ich mir den verbesserten Battle Pass holen. 5000 Gold würden dann noch fehlen für die anderen zwei Battle Pass verbesserten. Ah, gibt's ein paar gute Sachen zu holen da, ne? Schauen wir mal, aber die Map eignet sich eigentlich auch gar nicht für die Panzer hier, ne? Bist du halt komplett auf dein Team angewiesen. Wenn die hier nicht gut spielen, dann hast du verschisselt. Ihr wisst ja auch, ne? Ich streame auf Twitch. Akko Power Twitch ist mein Name dort. Könnt ihr mal ein Follow da lassen bei Twitch. Follow und Sub wären natürlich ehrenhaft. Hilfe!
Ja, wie gesagt, das ist eine Map, Alter. Da ist ja auch egal, wo du hinfährst, ne? Guck mal, hier ist Kreuzfeuer, ne? Wenn du in die Mitte fährst, ist genauso Kreuzfeuer. Und da drüben die Neunerlinie ist erst recht Kreuzfeuer. Du kannst diese Map einfach nicht überleben irgendwie. Es sei denn, du gammelst so wie die irgendwo da in der Ecke oder du gammelst hier an dieser Mauer da in der Mitte so. Sobald du hier nach rechts in die Mitte oder hier hinfährst, bist du sofort tot, ne? Einfach sinnlos, diese Map. Einfach sinnlos. Es ist furchtbar, dieser Rinoceronte ist auch so ein Panzer. Ich weiß nicht, das schießt jeder durch. Die Kanone ist ungenau, der Reload ist langsam. Also das wäre mal so ein Kandidat, der müsste mal gebufft werden da hier, dieser Rinoceronte. Extrem schlechter 10er Panzer. So, welchen Panzer spiele ich denn sehr, sehr selten? Ah, den hier. Guck mal da ist die Crew auch extrem schlecht, wie man sieht, aber wir probieren mal. Wir spielen jetzt mal zwei, drei exotische Panzer zu Ehren des Zuschauers, der mir die 2500 Gold geschenkt hat. Ja, Wasserseite ist nicht gedöpft. Ja, das sieht nicht gut aus. Hier, dieser Heavy wird mir jetzt Die Stellung aufgeben. da vorne die Kanone blockieren. Ich werde jetzt nicht schießen können, weil der da steht. Vorstoß einstellen. Ich kann nicht schießen, Kollege, wenn du da stehst. Verstehst du das? Zurückfallen. Ja, wie schwer ist es denn, Junge? Du stehst vor meiner Kanone, Alter, und wir verlieren die linke Flanke. Tja. Er versteht es einfach nicht. Zurückfallen! Ja, der Typ ist beratungsresistent mit dem. Also, das ist. Dieses Spiel ist, weil wir haben ja dieses Event mit Battle Pass, dann haben wir noch ein Event, weil Minotauro, der neue Zehner. Was haben wir denn noch? Keine Ahnung, weil das ist unspielbar, dieses Spiel mittlerweile. Du verlierst nur, Alter. Du verlierst nur. Das ist unfassbar, Mann. Alter, links sind Gegner, warum schießt da keiner? Warum muss ich meine Position verlassen und hier hinfahren eigentlich? Am Stein und bin auf dem offenen Feld. Ja, die Leute in der Mitte kassieren jetzt von der Wasserseite, ne, weil da jetzt keiner ist.
Ihr seht ja, was hier los ist. Ich habe den Leuten gesagt, die sollen Richtung Wasser, ne? Ich habe diesen Leuten gesagt, sie sollen Richtung Wasser, habe ich gesagt, von Anfang an. Kriegst auch keine Hilfe von überhaupt niemanden, ne? Keine Chance, dass der FV hinter mir irgendwie mithilft, oder? Nope, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Mr. AMX, wo ist der? Der Kollege, der nichts von dieser Map versteht. Ja, kein Plan von Map-Taktik, ne? Der ist dahin gefahren, wo nichts los ist, ne? Der ist dahin gefahren, wo tote Hose ist. Was macht unser... Ja, der gehört übrigens auch auf die Wasserseite, ne? Exakt, der hier und der AMX und all die anderen gehören auf die Wasserseite. Ich alleine hätte Base treffen können, weil dort, wo ich stehe, kann ich snipen. Ne, dann wäre die Wasserseite nicht gefallen und dann hätten wir auch die Map Control nicht verloren, ne? Ja, Nichtskönner, Nichtswisser, keine Ahnung von Map-Taktik, was soll ich dir sagen? Ich hätte gerne bessere Gefechte präsentiert, aber es ist halt aktuell so, ne? Man verliert wegen diesem komischen Battle Pass Event und wegen dem Minotauro neuem 10er, da grindet halt jeder, ne? Und da hast du halt die ganzen Leute online, die nicht spielen können. So ist das nun mal. Kannst du nichts machen. Vielen Dank auf jeden Fall für die 2500 Gold. Oh, jetzt sag nicht, wir haben die eine Runde gewonnen. Oh, die Rinoceronte-Runde haben wir dann doch gewonnen, oder was? Ja gut, dann ein Sieg, eine Niederlage. Ja. Also vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Akko Power Twitch, mein Twitch-Name. Und Facebook, Instagram und meine anderen YouTube-Kanäle und alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann, ciao.